Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Uncharted Lost Legacy. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie es heißt. Nice. Erstmal nicht drauf gekommen. Sehr gut. So, Leute, also ich mache mal hier noch ein Licht an, damit ihr mich etwas besser seht. Ich hoffe, das reicht schon. Ich hoffe, ich bin nah genug an der Kamera. So, Leute, ich hab Bock. Wir spielen weiter Lost Legacy. Ich bin mal gespannt, weil ich weiß nicht, so lang ist das Spiel, glaube ich, gar nicht. Aber ich. Mal gucken. I don't know. Und 100%, da wären wir. Ja, hier haben wir gestern Schluss gemacht. Ich wollte ja gestern noch mal gucken hier. War das gestern? Ja, es war gestern. Genau. Ja, ich habe keine Ahnung, was halt hier unten ist. Da oben dieses Rätsel haben wir gelöst. Hier unten, I don't know. So, da oben sind wir gewesen. Wir fahren jetzt mal. Ja, da werden wir nicht hinkommen. Ich glaube, wir müssen da. Wobei. Ne, da hinten ist, glaube ich, blockiert. Ich muss ganz kurz überlegen, Leute. Weil hier hinten ist blockiert. Da geht es nur dort entlang. Ich glaube. Wir müssen mal gucken, ob wir vorne irgendwie über diese Brücke kommen, da wo die ist. Also wir müssen mal ganz zurück zum Anfang fahren hier vorne. War das der Turm, wo wir oben waren? Ja. Bin schon ganz verwirrt. So, müssen mal schauen hier. Hä? What? Nur einen Moment. Ich kann warten. What? Wie kommen wir da hoch? Es wird Zeit. Wartet, jetzt muss ich kurz. Hä? Wie kommen wir denn da hin? How? Ich habe Vermutungen. Oh, Ich bin gleich wait. zurück. Alles klar. Wait, 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 wait. Ah, Genau. noch was. Ah, okay. Wir kommen der Sache näher. Also hier gibt es auch ein Rätsel zu lösen. Welche Waffen hatte ich eigentlich? Ach ja, die. Und die, geil. So, warte mal, was haben wir jetzt hier eingezeichnet? Aha. Ich glaube, wir müssen irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie. Wir müssen irgendwie da hoch. Komme ich da ran? What? Ich kann nicht das von hier werfen? Okay. Das heißt, wir müssen irgendwo hier hochkommen. Aber wie? Weil ich verstehe ja den Weg von. Ah, ne, okay. Ich verstehe den Weg von da aus. Kommst du dann da hoch, dann da weiter vor und so. Aber wie kommen wir da hoch? Das ist. Weil hier. Oh! Haha, hahaha, okay. Ja, gut. Das habe ich echt fast übersehen. Interesting. Ich glaube, das hier habe ich damals nie gelöst, das Rätsel hier. Wow. Die Frage ist, soll ich erst zu der Kiste? Ich gehe erstmal darüber. Uff. Okay. Natürlich. Warum auch einfach? Sehen, was Sie hier zugemauert haben. Ja, was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn hier? Oh. Das hat jemand sehr sorgfältig versteckt. Ja, aber sehr sorgfältig. Ja, aber was ist mit dem dort unten? Das verstehe ich nicht. Wieso?
ist nichts gewesen. Bin ich bescheuert? Das ist eine... Also, ich weiß nicht, was da sein soll. Wir gehen dort nochmal gerne hin, aber... Und da bin ich immer gespannt. Ah. Oh Gott. What the hell? Als ob sie jedes Mal ihre Haarklammern nimmt. Grenades. Und die Waffe, die voll ist bei mir scheinbar. Schade. Warte, da können wir ja wenigstens einmal gucken, wie die schießt. Cool. So. Dann haben wir wieder volle Munition. Ha. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Weil ich understande es nicht. An diesem Ding hier unten muss ein Rätsel sein. Also angeblich soll hier ein Rätsel sein. Aber ich weiß absolut nicht, wie, wann, wo das sein soll. Was mit diesem Schützen da oben zu tun hat? Ich kletter einfach mal da hoch. Ich guck mir das mal an. Da irgendwas ist. Ich find's cool, wie die Leichen hier liegen bleiben die ganze Zeit. Das ist echt cool. Das hast du eigentlich in so gut wie gar keinen Games. Naja gut, die Statue zeigt da hoch, aber da oben waren wir ja schon. Das hat ja nichts mit dem Rätsel zu tun da oben. Das habe ich mir zwar schon fast gedacht, aber... Was? Batterie ist schwach? Ich habe da erst aufgeladen vor kurzem. Ah, naja. Ich steck's mal kurz an, Leute. Und schon erledigt. Also ich bin doch... Weiß ich nicht, bin ich blöd? Hier ist aber auch gar nichts zu sehen, wo man irgendwie denken könnte, okay, da ist ein Rätsel. Oder irgendwas. Wasser ist nichts zu sehen. Ich weiß nicht, wir haben hier dieses Dings. What? Wait. Ja, gut, ne? Zum Glück sind wir nochmal hergefahren. The fuck? Was hat hier so geplatscht? Ha! Okay, lol. Noch ein Andenken für meine Sammlung. Cool. Tja, vor allem, dass die Karte immer die Schwimmgänge hier übersteht. Ah, jetzt haben wir es durchgestrichen. Cool. Okay, es funktioniert also doch. Okay, da haben wir doch zwei Rätsel gerade gelöst. Gar nicht so schlecht. Hast du was? Hab noch ein Andenken. Nice. Das war cool. Und wir haben es rausgefunden, also. Not bad.
Warte, ist das eine Brücke? Nee. Tja, sein könnte, dass das diese eine Brücke da vorne sein soll. Bis der Wagen das alles überlebt. Okay, jetzt sind wir da vorne. Theoretisch sollte hier diese Brücke irgendwie sein. Ja, muss es so hier oben sein, mich jetzt. Ja, das muss da oben sein. Dann geht die Brücke hier lang. Dann muss ich jetzt mal gucken, wo ich hin will. Okay, wir fahren mal. Ah, okay, das ist die Brücke schon mal. Gut zu wissen. Alter, sieht das cool aus hier. Oh Gott, da sind Soldaten. Fraser, warte. Vorsichtig. Hier sind überall Rebellen. Wird schon schief gehen. Okay, ist auf jeden Fall nicht der Tempel, wo wir hin sollen. Es ist ein anderer. Am liebsten würde ich an die MG kommen. Elf. Da drüben ist was. Was? Was war das? Okay, wo bist du? Fuck, hier sind natürlich auch drei Leute oben. Ist es denn ihr Ernst? Was war das? Ich bin hinter dir. Hey, was gefunden? Nichts, alles sauber. Geschafft. Gut. Alter. War das cool oder war das cool? Ich habe nicht einmal Schaden gekriegt oder irgendwas. Lol. Yeah! Ach ne, ah, das ist noch ein anderes Gewehr! Lol! Schade, ich werde das vermissen, Alter. So oft konnte ich ja damit noch nicht schießen. Tja, jetzt haben wir eine P90, die kenne ich. Das Gewehr ist cool, es gab sogar ein GTA 4.
Alter, aber wie wir die gerade hier fertig gemacht haben, das war legit, Alter. Oh mein Gott. Das war einfach Legende. Alter, die sind alle hier drin gleich gestorben. What the heck? Alter, das war echt legit gerade. Vor allem, ich habe nicht einen Schaden gekriegt. Das war so cool gelöst. Scheint viele von ihnen zu geben. Yes. Deine Brüder und Schwestern warten schon auf dich. Cool. Hast Noch du eins. wenigstens was gefunden? Noch ein fabelhaftes Andenken. Ah, okay. Hey, fällt dir was an der Statue auf? Sie hält einen Dreizack, eines unserer drei Symbole. Ja, und er zeigt auf diese Ruinen. Okay, gut gemacht. Schön, dass ich für was tauge. Sieht aus, als ob da eine Straße hinführt. Okay, aber. Okay, wir sind jetzt dort. Wenn wir darüber fahren, sind wir da. Dann müssen wir dort hinter, dort rum. War ja nicht mehr darum müssen, aber ich würde auch mal lang fahren. Wegen dieser kleinen Andenken. Gott, war das. Alter, das war so cool. Tja, wenn man will, dann geht das, ne? So, Leute, und immer schön ausschalten nach diesen kleinen Statuen. Ich weiß nicht gar nicht, ob es hier sowas gab. Wir müssen uns hier mal ein bisschen umgucken. Oder halt, als ob es hier noch sowas gibt. Nee, hier waren wir ja schon überall. Okay, warte, dann fahren wir jetzt mal hier hinten lang. Wo muss es hier durchgehen? Hier, oder sind wir von hier gekommen? Ah, doch. Von hier sind wir gekommen. Ja, irgendwo da hinten oben. Hier, ah, hier. Okay. Navi wäre auch nicht schlecht. Wow. So, wait a minute. Jetzt sind wir hier. Dort geht's dann nach links. Wir müssen jetzt erstmal nach rechts. Oder ist das das große Gebiet? Wait a minute. Nee. Okay, das ist dort schon das nächste. Wir müssen nach hier. Ey, das Ding hat gar keinen Schnorchel. Der könnte gar nicht so tief ins Wasser, der Truck. So, wir gucken uns hier mal um. Ob hier nicht irgendwas versteckt ist. Aha. Moment mal, Entdeckt. Eno. Das ist ein altes Schloss. Lol. Los geht's. Ich weiß, es ist immer noch so cool, wie die die Waffe da in die Mitte legen.
So, okay. Da hinten waren wir gerade. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier hoch zu diesem Dingens, Bummens. Ich guck mich bloß um. Wow. Okay, da gehe ich gleich hin. Auch mal hier gucken. Okay, nichts. Alter, ist zu cool aus hier. Really? Wo sind wir jetzt? Ach du Scheiße. Das Areal hier ist so weitläufig. Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Und hier geht's wieder runter, nehme ich an, ne? Warte hier. Gut, ja. Ich warte. Ja, Ist okay. gut hier. Das bedeutet, wir können hier wieder einen Schatz finden. So ein kleines Andenken-Dingens. Oh, hier findet man nirgends eine schlechte Aussicht. Boah, Alter. Kein Foto? Wow. Ja, wir müssen bestimmt da hinten hin. Ah. What? Oops. Ha. Kannst dich nicht verstecken. Noch ein Häusler Andenken für meine Sammlung. Cool. Lol. Das war cool. So, und jetzt gehen wir zum nächsten großen, was wir da machen müssen, zum nächsten Tempel. Zum zweiten von drei. Mal gucken, was wir dort erleben.
nicht mehr sicher. Die irgendwas da drauf, ne? So. Schau, es ist Ganeshas Dreizack. Passt zum Symbol im Turm. Ganesha. Entferne der Hindernisse. Okay. Was? Cobra 8? Alarm für Cobra 11? Okay, ich habe jetzt hier echt einen Schatz erwartet. What? Wozu kann ich hier hoch? Hier ist nichts. Ich kann nicht mal von hier aus irgendwo hin oder so. Das wird eng. Uff. Boah, die schießt echt so ähnlich wie in GTA 4 irgendwie, lol. Das haben die dann damals schon echt gut hingekriegt, scheinbar. Schießt sehr ähnlich. Ah, fuck. Wait, was ist... Oh. Ey, was ist denn das? Der Typ 95. Warum kommen die nicht näher da hinten? Okay, ihr wollt Stress, ihr kriegt Stress. Das waren fast alle, denke ich. Alles klar bei dir? Gut. Ich denke nur an alles, was besser hätte laufen können. Ich denke lieber darüber nach, was schlechter laufen könnte. Eine viel positivere Sichtweise, sozusagen. Okay, los. Suchen wir unseren riesen Wasserhahn. Klingt gut. Einen Sniper will ich jetzt nicht. Oh, was haben wir hier? Okay, so nicht. So auch nicht. Wie geht das wohl? Was denn? Sah aus wie ein Knopf. Ja, ich wollte, dass du auch mal was zu tun hast. Aha. Ups. Was ist das? Das klingt gut. Eine der Speichen hat sich gerade umgekehrt. Okay.
sind die. Ah, da ist eine. Und was ist mit dir? Nummer zwei. Okay, ich glaube noch drei. Nein, da kann ich nicht hoch. Hier ist noch eins. Ich kümmere mich. Ah, okay, doch noch eins, glaube ich. Wo könnte das letzte sein? Da. Hab dich. Nur noch eins. Ah, doch noch eins. Luna. Ah. Gefunden. Zu guter Letzt. Meine Katze ist gerade zu Besuch hier. Sollte reichen. Okay, zurück zu dem großen Rad. Dem großes Radding? Wie auch immer der archäologische Ausdruck dafür ist. Großes Radding passt. Ich finde die Dialoge von denen einfach auch zu geil. Hä? Hier wäre auch eins gewesen, lol. So, da wären wir wieder beim Radding. Ich das hab. Ach komm schon. Wir müssen wohl drunter durch. Sieht so aus. Jo, Alter. Boah. Da wäre Panik. Ich glaube, ich würde Anlauf nehmen und einmal ganz schnell wusch drunter durch. Anstatt so langsam durchzukrabbeln wie so eine Spinne, Alter. Da ist unser Wasserhahn. Ha. Okay, das ging einfach. Also dann. Schätze, das hier soll aussehen wie ein Dreizack. Gut geraten. Okay, das scheint die Spitze zu sein. Oh, sorry Leute, ich bin schon müde. Aber wir spielen noch, keine Angst. Oh, das hier ist noch schwerer. Das ist schwerer. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich muss auch irgendwann mal. Ach so, wait. Ah. Makes sense. Das ist Ganesha. Hallo, Sir. Luna. Gut. Drehen wir das Wasser auf. Wow, wow. Was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von. Feuer, klar. Das Ding explodiert gleich. Geschafft? Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht zwei von drei. Cool. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusala. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch
größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier. Direkt am Rand von Halebit. Irgendwie ziemlich witzig. Letzter Halt. Das Fort da in diesem Berg. Das wird das mit der Axt sein. Was deine Herkunft angeht. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Okay, da überall sind wir gewesen. Ich muss noch mal kurz schauen hier. Okay. Ja, und da hinten ist ja auch noch was mit dem Fragezeichen. Also zuletzt gehen wir dann zu dem großen Tempel. Ach, mal gehen wir... Oh. Okay, müssen wir hier ganz zurückgehen? Wie kommen wir hier runter? Luna, du stehst genau im Bild. Das machst du genau richtig. Ich sehe absolut nichts. Nee, hier können wir doch nicht zurück. Ah, okay. Einen Weg nach draußen. Wer zuletzt am Wagen ist, zahlt das Essen. Ich habe Verpflegung dabei. Spaßbremse. Ach, Luna. Läuft wieder über den Laptop. Fraser, da kommt Verstärkung. War ja klar. Wir werden sehen. Hallo? Gute Arbeit. Oh. Hinterher! Bin dir auf den Tab. Hab sie gefunden! Pass auf! Fuck. Der Scheißtyp da hinten. Diesmal wirklich. Hast du gut hinbekommen unter diesen Umständen. Was ist denn das? Kein wirkliches Kampftraining. Ah. Ein wenig impulsiv. Läufst du über das Feld wie eine Irre? Du solltest lernen, was schnelles, kontrolliertes Schießen bedeutet. Okay. Und dann trägst du auch noch Rot bei einem Dschungelkampf. Ernsthaft? Geil. Jetzt will sie mich trainieren hier, Alter. Trägst auch noch Rot beim Dschungelkampf. What the fuck?
ein Berg. Genau. Ergibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld, so wie uns. Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen, in der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja, seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, das hier sei eine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen? Nicht unser Problem. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollte mir einen Namen machen. Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Danach konnte es nur bergauf gehen. Ist hier gar nicht so ein komisches Rätseltiersymbol, was ich abzeichnen kann? Nö. Schön hier draußen. Einen Moment. Ah, doch, da. Da ist es doch. Das notiere ich mir. Das habe ich nämlich gesucht. Okay. Position verraten? Ja. Okay. Ist nicht das Rätsellösung? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Warte, soll ich hier hochklettern? Au, okay. Ist hier noch eine? Nee. Okay, die hier drin haben wir vergessen. Haben wir alle in Sichtweite? Ich glaube ja. Nein. Hüpf in meine Tasche, kleines Andenken. Konntest du das nicht leiser erledigen? Was Brauchbares gefunden? Unschätzbar wertvoll, dieses Andenken. Hoffe ich jedenfalls. Nice. Okay, das haben wir auch erledigt. Und wir sprachen gerade worüber? Ach, ja. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ach, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Naja, ich war noch nie in den Staaten. Echt jetzt? Die Sachen, nach denen ich suche, sind eher alt, oder? Die USA wurden erst vor ein paar hundert Jahren gegründet. Das stimmt. Was ist mit dir? Wo willst du mal hin? Island. Gute Wahl. Schön da. Es ist Sag's mir gleich. Island, Alter. Auch cool. Yeah.
waren wir? Jedenfalls. Was wollte ich sagen? Es ist ruhig. Hey, hey, ich bin gleich zurück. Okay, hier ist niemand. Du bist das. Hier. Okay, hier gibt es also auch wieder ein Rätsel. Ist schon mal gut zu wissen. Was ist denn das diesmal? Ah, okay. Bis jetzt sehe ich noch nichts, was ein Rätsel sein könnte. Verdammt! Ich brauche mehr Kraft, um das zu bewegen. Oh, das Ding bewegt sich nicht. Da! Ein Hoch auf die Physik! Ha! Klasse! Uh-oh. Höchste Priorität für ihn hat. Jemand hier? Wir haben gesetzt. Was zum... Komm raus! Sofort! Hast du was? Hallo? Bist du okay? Dir ist einer gefallen! Seht euch um! Scheiße! Wir wurden entdeckt! Oh! Hast du da unten irgendwas gefunden? Sag's mir nicht. Du hast noch ein Andenken gefunden. Ding, ding, ding. Oh, neue Muni für die Waffe. Geil. Okay, wir müssen gucken, ob hier was drin ist. Aha. Zum Glück habe ich geguckt. Die nehme ich mit. Wieder eine schallgedämpfte Pistole. Das sieht irgendwie aus, die Pistole könnte eine Glock sein, oder? Könnte. Bin mir nicht sicher. Auf dem Bild sieht sie ein bisschen aus wie eine Glock. Okay, also wir sprachen gerade von... Also, was ich sagen wollte. Es ist ruhig. Unberührt. Und ich will diese Nordlichter sehen. Ah, okay. Das steht auch auf meiner Löffelliste. Fahr doch hin, wenn wir hier fertig sind. Irgendwann. Hab vorher andere Dinge zu tun. Ich wette, hier ist noch ein Rätsel, hä? Oder wir sind jetzt... Ah, wir sind jetzt am Fragezeichen. Okay, gehen wir erstmal zum Fragezeichen. Da drüben, in der Klippenwand. Siehst du den Torbogen? Sieht intakt aus. Kommst du mit? Bewegung tut gut. Wohl wahr. Ah, die hat plus zwei. Da muss ich leider passen. Aber es gibt einen Schatz.
Okay, hier ist schon mal nichts. Oh Gott, ich dachte gerade, das war zu hoch. Ich habe uns schon sterben sehen. Ha. So, dann gehen wir mal schauen, was hier so ist. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wow. Was? Was ist denn? Du freust dich aber. In dem Gebäude da ist anscheinend was. Außer Affen. Was haben wir denn hier? Okay, Rätsel. Oh shit. Bilde ich mir das ein oder ist das eine Karte? Sieht für unsere Karte aus. Ah. Das notiere ich mir. Okay. Oh, wir haben noch zwei Rätsel, okay. Da ist ein Schlitz. Genau die Größe eines Andenkens. Versuchen wir es. Sie haben die Stellen auf der Karte gefüllt. Ja? Über die Hälfte. Frag mich, was passiert, wenn wir alle finden. Hä, fehlen noch drei? Wait. Oh. Da unten fehlt auch noch eins. Okay. Du hast mehrere hundert Jahre gewartet, damit ich dich finde. Okay, muss das auch da rein? Was ist mit den Symbolen da oben? Symbole? Fehlen noch drei. Ah. Diese Figuren, das müssen die alten Heusala-Könige sein. Insgesamt 11. Sieh dir diesen Armreif an. Muss einer ihrer Königinnen gehört haben. Ah, okay. Und hier öffnet sich wohl noch nicht. Hilft naja. Das, den Stoßzahn zu bekommen? Glaube nicht, aber... Es bringt Geld. Okay. Okay. Komm schon, lass uns weitermachen. Oh, wie langweilig. Sollen wir jetzt die Sätze voll kacken? Ja. Sieht gut aus. Riecht gut. Dann los. So, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal da runter. Gucken, ob wir da durchkommen. Dass wir dieses Rätsel ganz unten noch holen. Nur keine Ahnung, wo lang. Wir fahren richtig. Hey, warte mal. Fraser, auf uns wartet Kundschaft. Oh. Sehen wir uns das mal an. Lass deinen Geländewagen. Wer ist da? Hey, sehr gut. Ach, Mist. Nee, das will ich nochmal machen. Ach. Jetzt sind wir wieder hier oben, Alter. Ah, das wird das hier unten sein, okay. Ich hatte gehofft, sie wären inzwischen abgehauen. Wir könnten sie nett darum bitten. Hm.
ist nichts. Ach, fuck. Runter, Scharfschütze! Letzter Versuch! Nein, nein, nein! Nein! Ah. Fraser, Chloe Fraser. Trophäe erhalten. What the fuck, als ob das jetzt eine Trophäe ist. Bond, James Bond. Lol, das ist an Bond angelehnt. Luna. Nichts. Gefällt mir. Mal sehen, was wir hier haben. Geil. Wir haben es geschafft, Luna. Wir haben es geschafft. Hä, geht's hier jetzt einfach nur zurück, oder? Ja, okay. So, ich muss auch noch nach Kisten gucken hier. Okay, keine Kiste. Aber Alter, das war gerade echt cool, wie wir einen nach dem anderen mit der Knarre ausgeschalten haben. Oh. Ah. Hallo nochmal. Damals ja schon. Hey, willst du nicht in meine Tasche? Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ein wenig Glück hatte ich. Gut gemacht. Ha, und noch eine Kiste. Lounger mit 6 Kugeln. Den muss ich mitnehmen. Der könnte schon cool sein. Komm, den nehmen wir mit. Ich finde es so cool, wenn die das da reinlegt. Nein. So, jetzt müssen wir nur noch weiter dort runter. Gucken, ob wir von hier dahin kommen.